Willkommen zurück bei Euro Truck Simulator 2024. Was nimmst du da wieder auseinander? Ich glaube, deinen Simulator kannst du ja vergessen. Aber, den Motor ist weg. Also hier, in der, wie gesagt, bei der Farm nebenan, hier steht noch ein Traktor und auch noch das Auto. Also. Jo, ich komme gleich hin. Ich muss erstmal das eine hier auseinandernehmen. Ausdauer. Gab es eigentlich schon? Ja, ich habe einen Motor. Oh, gut. Und den bloß nicht verkaufen. Boah, den brauchen wir nachher für den Zementmixer. Habe ich noch nie gemacht. Ja, ich habe es, wie gesagt, mal auf meinem lokalen Spielstand gemacht, weil ich so dachte, ach, findest ja schnell wieder einen neuen. Mhm. Ja. Mhm. Immer wenn du ihn brauchst, kriegst du ihn nicht. Das ist ja eine Spielregel schlechthin. Ja, und da wir ihn sehr für den Zementmixer brauchen. Hör nur hinter mir, wie er hier am Auto schraubt. Die ist noch gut. So, ich bin 13 jetzt in der Hand. Boah, fast 500 Eisen schon. So, wo war der erst drin? In der roten Dings gleich. Das ist eigentlich wichtig, den Motor auseinandernehmen. Und dann kriegst du, glaube ich, auch mechanische Teile oder Elektroteile. Irgendwas kriegst du raus. Ja, Eisen. Gelegentlich, aber es ist mit 10.000 echt zu viel. 10.000? Ja. Okay, so ein komischer Traktor. So viel hatte der bei mir nicht. Nee, nee, nicht der Traktor, das ist der Motor da hinten drin. Ach so, ach ja. Okay. Warum haben wir eigentlich diesen Hockziller noch nicht drin? Achso, weil abgeschlossen ist. doch, ganz links kannst du rein. Bei den Anhänger da. Ja, ich kann auch hier durch die Tür. Kannst du auch? Mit Spezialschlüssel? Ja, polnische Schlüssel ist dabei. Hallo? Jemand zu Hause? Jo. Oha, oha, oha. Oh, ja, da sind drei, nur zwei rausgekommen. Also, zwei ist weg. Jo, sie. Zwei sind weg. Drei sind weg. Oh, ja, ich sehe, wie die Balken einfach immer höher gehen. Vier sind weg. Noch jemand da? Will noch jemand? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja, Leute, jetzt haben wir noch die große Fresse. Beim Blutmond sind wir nur am Kreischen. Ja, ist halt nur eine Tier 3 Location hier, ne? Ist halt easy. Tier 3 und 4 sollten wir meinen. Ja, jetzt habe ich ja einen Level 5 Knüppel, jetzt ist alles gut. Oh Mann, so, den habe ich leer. So, Traktor weg. Tja, können wir keine Feldarbeit mehr machen. Oh, klar, polnische Arbeiter gibt es immer. So, was haben wir jetzt überhaupt? Oh, sogar eine Viererbatterie. Das ist nicht schlecht. Mechanische Parts 35. Ja, dann baut ihr auch mal eine, ne? Ja, wow, ich habe 7 Token gefunden. Hey, bist du reich. Ach, ist unlocked. Ja, ja. Ich muss mich gar nicht angrunzen wie so ein Schwein. Hm. Verkohltes Fleisch. Ja, komm. Essen wir auch. Fuß weg. Noch mehr Kaffeebohnen. Hm.
So, haben wir noch irgendeine Kiste mit Autoteile? Nö, ne? Autoteile an sich? Nee. Haben wir schon so viele, dass sich das lohnt? Naja. Kannst du jetzt so und so sehen, ne? Rohre. Also nein. Ja, da. So, Rüstung. Mal kurz gucken, was wir jetzt für wir brauchen. Nee. Abgeschlossen. Ja, Klebeband brauchen wir dafür. Klebeband und Leder noch. So, deine Schraubzwinge ist fertig. Die packe ich dir mal in die Kiste bei den Betten hin. Mhm. Alteisen, so. Zwei. Zwei. Bist du erlöst? Zwei. Ja? Komm mal bitte. Ich komm. Nicht rennen, komm mir einfach mal hinterher. Oh, ein Auto. Ja. Und guck mal bitte, ob du hier auch irgendwas Grünes, Großes siehst. Was zur Hölle ist das? Weiß nicht, aber ich hätte... Das sieht aus wie so ein Dinosaurier oder so. Wir werden es gleich sehen. Was zur Hölle ist das, Alter? Oh, fettes Schwein, fettes Schwein! Ja. Großes fettes Schwein! Oh! Großes, fettes, brennendes Schwein. Au! Was zur Hölle, Alter? Au! Ist doch echt fett Schaden. Naja, es ist auch groß, ne? Aber das ist zu fett für die Tür. Ich blute! Ja, das ist tragisch. Und ich bin infiziert. Wie kam das fette Ding denn da bitte durch? Wahrscheinlich durchgeglitscht oder so. Okay. Der Schwede, was ist das, ey? Kriegst du das wieder raus? Das ist meine... Ist jetzt tot? Ne, immer noch nicht. Du sitzt doch noch. Ich kann ihm halt immer nur auf den Arm schauen. Das ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Okay. Es gab nicht mal. Hä? Hey, hey! Komm zurück! Er lebt doch noch! Deswegen, Alter, ich stehe dahinter. Oh, 5000 XP, Alter.
Alter. Ey, das ist normales Fleisch. Lass mich, lass mich. Ja. Gib mal ein Messer her, meins ist kaputt. Ja, reparierst du einfach. Ja, ich habe keine Knochen. Oh, hier hast Knochen. Achso, und hier ein Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Ja, hab ich. Hast du schon? Ja, dann können wir Strand verkaufen. Jo. Achso, dein Ballermann hier, ne? Achso, ja, sorry. Geil. Echt jetzt? Aber warte, lass uns vielleicht noch kurz stehen. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Zombies, die ich zusammen trommel. Gab nur 89 Fleisch. Der kam auch von oben. Das war aber. Es gab nur 89 Fleisch von dem Vieh. Oh, das ist aber tragisch. Aber dafür 5000 XP, also. Daher? Oh, das ist nicht schlecht. Mhm. Alter, ja, aber das Vieh habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist auf jeden Fall neu. Ich kenne das braune in der Mine. Ja, dieses etwas größere, ne? Ja. Das kenne ich auch, aber das riesige Vieh. Ich habe ein kleines Platzproblem. Warum? Achso, weil ich Klamotten dann, da habe. Und das da. Oh Mann. Ja, aber ich bin auch schon wieder mit 3 überladen. Es wird nicht besser. Oh. So, jetzt habe ich erstmal wieder Platz. Ey, da liegen noch Schweinchen. Warte, ich kann gerade nicht so schnell. Alles gut. Alles ohne Kontrolle. Gibt es noch? Oh, gleich nicht mehr. Hast recht. Oh, Forge ahead. Jetzt brauchen wir nur noch 2, damit ich das was auch immer bauen kann. Was waren das? Die Workbench, genau. Ja. Du die Poppin-Pilz-Kiste hier noch aufmachen, ja, ne? Ja. Die in der Mitte, wenn du ein bisschen höheres Loot-Sticks hast. Dauert nur eine Stunde, bis ich da bin. Das hast du jetzt wieder gemacht. Bin voll. Okay, hier ist noch einmal Platz da drin. Ja, Mütze weg. Pier ist mir egal. So, was habe ich denn jetzt noch? Medizinische Handwerksdinger. Handgun. Okay. Er merkt schon wieder rum. Ey, da hätten wir müssen. Oh Gott. Da hätten wir müssen Mischer, ne? Oh. Nee, noch ein Schwein. Oh, ich komm. Also unter anderem ein Schwein. Und das ganze Dach voller Zombies. Ich hör's trampeln. Ja, hier hinten. Du musst ganz hinten. So, guck einfach, wo ich bin. Ja, ich bin halt nicht der Schnellste jetzt, ne? Hi. Ja, kannst du auseinandernehmen. Das hat mich hier um die Ecke überrascht, das Vieh. Hä? Vogel. Erstmal ein Vogel aufs Dach geprügelt. Ja. Oh, von der Dame ist nur noch ein Bein übrig. Ja, das macht nichts, hat sie verdient. Da kommt schon wieder eine andere Dame unten. Das ist hier ein Schwein. Ja, das lag da an der Tür, Mann. Ja, das war schon die Spawn. So. Nee, so schön die Sport. Oh Gott, ist die dumm. Runtergefallen? Ja. Hat sie von oben besprungen. Federn, okay.
Ja, auf dem Dach liegt auch noch ein Vogel. Ja, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Den habe ich da versehentlich hochgeprügelt, weil ich wieder ein bisschen übertrieben habe. Aber halt's Maul jetzt da unten. Gut, nee, also ich will jetzt auf jeden Fall nach Hause. Ja, es dauert wahrscheinlich, bis du da bist. Ja, so ein bisschen. Weg damit, brauchen wir nicht. Ja, oder es waren die Zombies, die das Schwein weggefressen haben. Nee, die waren alle tot. Hm. Also die habe ich erledigt, bevor sie beim Schwein waren. Und normalerweise, die spawnt das ja eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht so schnell. Nein, eigentlich nicht. So, oder du hast da nochmal draufgehauen. Dürften? Nee. Nee. Ich möchte jetzt hier aufs Dach rauf. Ah. Ja, danke. Oh Gott, da hinten holen wir. Oh. Nicht so eine Tasche auf dem Dach? Okay. Gar nichts Gutes drin ist. Okay, Steel Club Part. Naja. Okay. Schleicht da unten. Ah, ja. Ja, wenn Ausdauer da ist, geht es ein bisschen schneller. Ja, alter Mann, setzen Sie sich. Ich stelle die Stühle mal bei der Tanke hin, weil dann kannst du die mit der Wrench auseinandernehmen. Da sind noch einige Mechanical Parts und so ein Scheiß. Jo. So. Die Dateine ist, ne, kriegst du da drin. Ja, würde ich mir nur überlegen. Achso, warte, ich hatte auch noch Bücher für dich, ne? Wow, einer. Ja, harmonier. Und dann haben wir jetzt ja 4 Stück gebracht. Mhm. Oh ja. Ja, aber wenn wir erstmal die Knarre haben, dann geht's ja richtig ab. Ja, Knarren an sich haben wir ja schon. Hä? Nee, ich meine die Knarre zum, also das bessere hiervon. Die heißt ja Knarre. Ja. Du könntest auch die Rüstung ausziehen, dann läufst du auch schneller. Könnte. Weil die nimmt ganz schön viel mittlerweile vom von der Geschwindigkeit runter. Waffenkram. Mods habe ich nicht. So. Dann lege ich mal den. Das hier hattest du, glaube ich, gelesen, ne? Dann Speerhunter und. Eisenwerkzeug auf 2. Cool. Da. So, haben wir. Ja, er ist gerade an der Samenbank. Ja. Oh. Ich habe nur den Stoff von der Jalousie abgemacht. Ach ja. So, ich habe noch ein paar andere Samen mit reingetan, ne? Also, falls du noch mehr pflanzen willst. Jo, jo, gut. So.
Ja. So, uns fehlt Klebeband. Nee. Nee, Klebeband haben wir doch. Klebeband müsste, wenn dann oben Crafting da jetzt sein. Gefehlt gehabt? Ach, Eisen hat wieder gefehlt. Wie viel brauchst du? 75 haben wir und. Also, geschmolzen? Eisenbarren oder? 23 brauche ich. Nee, normales Eisen. 23. Ja, dann nimm raus aus der Schmelze, da ist noch drin. Toll. Fehlt mir einer. Ein Eisen fehlt mir. Hier, heul nicht. Geht doch. Dann packe ich dir dein Zeug mal hier rein. Stiefel, Panzer, Schienen, das da und das da. Okay, hast du eine Rüstung. Okay. Okay, jetzt muss man den Rest erstmal hier bewusst werden. Huch. Hier gibt es Eisen und Stahl aus der Gaspumpe. Mhm. Zwar nur ein, aber, oder? Nee, warte. 6 Stahl und 4 Eisen habe ich aus der Zapfsäule bekommen. Hey. Das ist nice. So, Moment. Ich habe noch Fleisch. Und 11 Schneebälle. Ich frage nicht. Hat aber den gelben Schnee gekriegt. So, ich renne kurz zu Zen, verkaufe den Scheiß. Also wenn sie noch Forge Head Zeitschriften hat, dann kauf gerne. Mal gucken, was sie da am Preis will. Ja, meist so 200-300. Und die haben ja meist eh nur 2-3 Stück oder so. Aber es wird uns, also ich glaube, wir brauchen, warte, ich guck mal, wie viel wir noch bräuchten, damit ich die Workstation machen kann. 2. So, ich bekomme für die 902 Scheine, bekomme ich 1452 Etons. Ah, okay. Ja, dann nächstes Mal, wenn wir eine ATM sehen, ja. Kloppen wir wieder drauf. Gut, da Bücher. Nö, haben sie nicht. Na, schade. Aber haben die keine Sondertruhe mehr? Die hatten doch sonst immer so eine Spezialtruhe. Ja, du musst mal oben gucken, da steht auch ein Tag, wann die neuen Loot bekommen. Oder halt neue Ware. Ah, wieder also. Auffüllen, Tag 7. Ja, also ich glaube, das fällt mit dem Blutmond meist zusammen. Oh, Messbecher. Für die Workbench, diesen Messbecher? Nee, ich glaube, die Messbecher waren zum Herstellen der Chemiestation. Ja, auch. Ich glaube, du kannst noch ins Feuer kannst du ihn mit reinsetzen. Okay. Stimmt, ja, stimmt. Weiß zwar nicht mehr warum, aber. Ein Kochgerät, mit dem am Lagerfeuer Rezepte freigeschaltet werden. Hilfe! Wer soll ich kaufen? Bin grad. Ja, ich habe in meinen Keller eingebrochen. Und ganz alleine und. Du hast doch deinen Knüppel. Ja. Ach nee, ist nur ein Level 2 Haus. Ich dachte, das wäre das Vierer gewesen.
dann easy. Ja, Messbecher. Holen, nicht holen. Ah, hi. Sind Sie auch da? Ich dachte, ich wäre alleine hier. Weiß ich nicht. Was will sie denn dafür? 1,8. Weil Finn wird schwer. Ich habe meinen ganzen 7 Days to Die Leben, habe ich gerade mal 2 oder 3 Messbecher gefunden. Oh. Ja. Dann, ja, stimmt auch wieder. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile in der Alpha 21 ist, aber ja. You are thirsty. Ja, es ist gerade der richtige Zeitpunkt. Ja, nimm halt mit. Ja, das geholt. Ich versuche erstmal wieder aus dem Haus rauszukommen. Dass ich mich so elegant hineinmanövriert habe. Aha, die Küche ist verbarrikadiert. Okay. Ziemlich auf Nebel. Ja. Schnell raus hier. So. Noch ein Zombie? Ja, ich war in ihrem Haus. So. Da wollte ich aber auch gar nicht hin. So. Machen wir es mal in dem Feuer hier rein. Okay. Hast du erstens schon alles wieder weggeballert? Ja, uns fehlen Eier. Ich weiß ja nicht, ob du schon wieder alles rausgekrabbelt hast. Nö. Weil, also ich hab mir 3x Bacon Eggs mitgenommen. Ich habe mir das eine rausgenommen. Da müssten, glaube ich, noch welche drin sein. Ja, 4 Stück waren. Einen habe ich mir rausgenommen. Ja. Okay, die Zeit ist noch. Ich laufe mal jetzt zu Dings hin. Zum Abwurf da. Mhm. Ja, da wurde da. Wir haben da noch so einen Abwurf bekommen. So einen Luftabwurf. Ah, ja, stimmt. Vielleicht sind da ja noch ein paar gute Zeitschriften bei. Deswegen ja. Oder Waffen. Waffen hatte ich bisher nicht gefunden da drin. Waffen, also wenn dann nichts, was ich nicht eh schon craften konnte oder nicht schon hatte, also. Oder in besserer Qualität hatte. Ich habe zum Beispiel gerade eine Tier 3 Steinaxt gefunden. Ein Hafen? Das ist ja hübsch hier. Also wäre mir neu, dass es hier Häfen gibt, aber... Sieht doch irgendwo aus. Wundern würde es mich auch nicht. Hier ist ein fetter Steg. Mit Licht und so. Ey, voll cool. Oh, hier kann man heiraten. Ah. Ganz wichtig während der Zombie-Apokalypse. Ja, hier ist ein Heuerstand. Mit Steg und Lautsprecher und bla. Ey, voll cool. Okay. Und ich glaube, ich habe die Braut gefunden. Die ist weg. Hm. Oh, die Gäste sind auch noch hier. Oh, eine Schreierin. Das ist keine Schreierin, aber die Sängerin. Ja. Also, Party, die ist jetzt ausgefallen hier.
gleich mal hier Dings mitnehmen, verfaultes Fleisch. Harry war auch noch hier. Ja, naja. Das war wahrscheinlich der Bräutigam. Ja, war. Der bräutet hier nichts mehr. So, ich habe hier Zeitschriften bekommen. Technik Freak. Schockrückschlag-Mod. Ich habe einen Pinsel gefunden. Schön für dich. Ich habe mal schon lange gefunden. Laternen können wir jetzt auch bauen, cool. Der Bestattungsunternehmer tötet 2500 Zombies. Nun. Dort ist jetzt hier nicht. Da haben wir nichts. Außer meinen Pfeil. Was noch für eine Brautdame? Vitamina. Oh! Noch so ein Feral. Das ist auch hier Partygesellschaft, oder? Ja. So. Oh, schön viele Autos. Ja, ich habe auch fast schon 2-3 zerlegt. Wo bin ich? Hier. So. So, hab's mal geteilt. So, Schwertmarker Hochzeit. Okay. 300 Meter, okay. Fleisch haben wir denn mittlerweile? Weiß ich nicht. So gelegentlich fallen mir halt ein paar Tierchen in die Arme. Ja, Eier wären natürlich cool, wenn die dann auch hätten, aber ey. Fleisch brauchen wir jetzt erstmal nicht, ja? Was wir haben? Nicht unbedingt, aber ja. Ich meine, es wird ja nicht schlecht. Oh. Von daher. Wir haben 13 Fleisch rausgekriegt aus dem Huhn. So noch 270 Meter? Das ist eine Scheune. Mhm.
ziemlich großes Haus, okay, oder Scheune, was auch immer. Was ist mit der Scheune? Der Baum war gerade so laut. Hier ist eine riesen Scheune, also die hochgebaut ist. Zumindest sieht die Tür eine aus. Fertigungsfertigkeit, Zauberschrift, Zeitschriftpaket. Oh, das klingt gut. Mal gucken, was da drin ist. Ne? Und Technikkrieg bekommen. Gut. Und ein Hammer. Ein Clownhammer. Den könnte ich leicht gebrauchen. Oh, okay. Ist eigentlich nur was für mich drin. Ich habe jetzt zweimal Sharpsticks, also für Speere. Und Scrapping for Fun. Okay. So Speere Stufe 3. Besser als nix. So. Aber es wundert mich, dass wir so wenig Forge-Zeitschriften finden. Also. Toll. Schraubenschlüssel Qualität 3 habe ich jetzt. Ja, es ist meist so. Also. Ich bin schon wieder. Deswegen würde ich bei der Pickaxe vielleicht noch warten. Also, ja. Ich weiß auch nicht. Okay. Gut, der kommt eh nicht hinterher. Okay, dann kann ich Zahl reingeben. Nächster ist gut, wenn du aufgerissene Wunden hast. Hä? Das geht jetzt auch? Ja, damit kannst du oder musst du die sogar zunähen. Ansonsten hast du das 1,5 Stunden lang oder so. Ah, gut zu wissen. Und so ist es dann instant weg. Haben die ja langsam ein paar Dinge umgesetzt. Ja, ein bisschen was hat sich geändert. Aber ich weiß nicht, ob es in Alpha 20 auch schon so war, keine Ahnung. Aber mir ist das halt. Oh, Item Need to Repair. Na, ich hab's halt aufgefallen. Achso, ja, Item Need to Repair ist gut. Wenn gerade 830 andere Sachen durchlaufen. Oh, ich weiß, dass das komisch klingt, aber ich hab Mai. Am Wandern, ja. Ja, läuft da mit mir mit. Ich sehe auch gerade, dass ein Vogelnest. Mal gucken. Kein Ei. Wie gesagt, ich finde immer so wenig Eier drin. Ne? Weil 3 Vogelnester jetzt gehabt, in einem war ein Ei drin. Denke ich beim lokalen Run, wo ich durch bin, war es nicht so schlimm. Also wundert mich. Ich gehe jetzt mal mit Absicht ein bisschen mehr an Büsche hier rum. Ja, eigentlich brauchst du nur auf offenem Feld ein bisschen rumlaufen. Also eigentlich findest du genug Dingsbums. Noch Vogelnester. Nur bis jetzt eher nicht so. Und ich bin schon langsam genug, um das zu sehen. Uiuiuiui. So. Bin schon wieder ein Zombie rum. Das gibt's doch wohl nicht.
Okay, da liegt wieder Essen auf dem Tisch. Oh, das ist doch gut. Ja. So, wird auf jeden Fall wieder ein paar, ja, wird eigentlich nur ein Feldbeet. Hm, da ist ein Vogelnest da hinten, oder? Kotten, okay. Also ich sehe keine. Oh, da ist eins. Da ist noch eins, da ist ein Ei, okay. Oh, ich hab echt hier eins. Hab mal. Jetzt hab ich zwei. Ich hab auch grad noch eins gefunden. Hier gibt's hier keine Bäume mehr, ich frag mich warum. Hm. Ist halt eine Wiese, ne? Ja, ja, jetzt ja, ja. Ich guck mal, ob Jen... Na, natürlich ist hier wieder eine Schlange. Ich guck mal, ob Jen ein paar Jahre hat. Na, wahrscheinlich nicht die, die wir brauchen. Meds, Drugs, Booze. Also die, die wir brauchen, werden wir sogar lieber. So, Essies. Ne. Ich meinst, zur Not kann ich auch ein bisschen gekocht Fleisch erstmal machen, also nur gekochtes Fleisch. Die hat halt Kochtopf und Grill dabei. Ja, Grill, was will sie für einen Grill? 510. Uff, nee. Oder kann ich das selber machen? Cooking Grill. Ja, kann ich selber machen, kostet mich nur 31 Iron. Also normale Iron-Stücke. Also, nee, dann zahlen wir keine 500 dafür. So, ich bin wieder zu Hause. Oh, ich hab eine Level 3 Batterie. Oh, piept daneben also. Ja, wir sollten die nächste Base nicht wirklich daneben stellen. Ja, ich hab das beim anderen Let's Play aber auch am Anfang so gemacht. Einfach damit ich dann weiß. So. Oh, und ist halt safer. Ach, die stacken nur bis 500. Okay. Hunger hat er hier auch noch, natürlich. Trader Joel's is now closed. Da drüben! Sollten wir rübergehen, mal sagen, dass die da nicht so dürfen. Aber echt, ey. So, Samen, Yucca freigeschaltet. Kann ich Yucca-Samen herstellen? Juhu. So, Nitrat haben wir 310. Okay, 4 neue Kisten könnte ich machen. Wofür? Quatsch hier. Felder. Ja, das ergibt mehr Sinn.
Warte mal, ich habe hier noch einen Rotten Flash. Ich weiß, es ist nicht viel, aber... Kannst du bei Essen reinmachen. Da liegt auch schon Rest, was übrig geblieben ist. Beim Essen? Da schmeißt du das Gammelfleisch rein. Ja, klar. Hey, ist es umsonst? Was brauche ich denn jetzt noch? Oh, ich brauche sogar noch 5 verrottete. Okay. So, Holz und Lehm natürlich wieder. Haben wir kein Holz mehr? Wie viel brauchst du? Eine Menge. So 300. Nee, nicht. Ja. Yeah. Gut, dann muss ich jetzt nur noch schippen gehen. Ich bin ja mal in meinem Loch, ne? Ja, ja. Wie immer. Die graben sie auch immer noch unter der Erde durch, oder? Ja. Das machen sie mit Vorliebe. Mist, Mist, Mist. Uhr 13, Tag 6, okay. Also morgen sollten wir auf jeden Fall mal losgehen, ein bisschen Holz sammeln. Oder brauchst du schon 2? Ich habe 1000 Blöcke. Okay. Und baue gerade noch 300 Spikes. Also. Und 300 Spikes, ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht, aber. Mal gucken. Und so wie ich die noch in Erinnerung habe, laufen die gerne auch mal doppelt da rein. Ja, mittlerweile stört die das auch relativ wenig, die Holzspikes. Aber ich denke mal, für den ersten Blutmond soll das reichen. Ja, zur Not haben wir eh noch ein paar Waffen. Ja, wenn wir am Ende verrecken, ist es halt so. Und die spawnen dann auch. Mir ist mir in einem ersten Zombie-Nacht halt auch passiert auf dem lokalen Spielstand, weil ich das komplett unterschätzt hatte von der letzten Alpha, weil da war es noch ziemlich entspannt, der erste Blutmond. Aber da habe ich mich extremst verkalkuliert. Auf was sind denn die Zombies gestellt? Vierfach? Achtfach? Ich glaube, ich habe es 4 pro Person eingestellt. Also ja, aufs Niedrigste. Und das hatte ich auch beim Lokalen und da habe ich schon zu tun gehabt. Also. Ja, geht ja noch. Ja. Mal gucken, aber da war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da vom ersten Blutmond überhaupt mal gestorben bin. I don't know. Hä? Wieso? Jetzt kommt das Menü, okay. Eigentlich will keine Plate haben, hau ab. Richtig gutes Loch hier. Natürlich bin ich durstig.
Nein, war ja klar. Schaufel kaputt und was hat er wieder nicht mit? Ja. Wo habe ich den ja schon wieder hingelegt? Hä? Na, räumst du die Steine immer gleich raus? Was, räum ich raus? Räumst du die Steine immer gleich raus oder was? Nee, ich habe jetzt gar keine reingelegt, groß. Ja, passt schon ab. Außerdem gibt es hier genug Steine. Du, hab schon. Nummer 3. So, und dann haben wir auch die auch wieder weg. Dann haben wir kein Rottenfleisch mehr. Toll. Ein Fell fehlt mir. Gibt's doch nicht. Besorg ja doch irgendwo Fleisch. Hier beim Haus muss doch bestimmt was sein. Hey, ist ein Friedhof. Hab ich. Da gibt bestimmt Rottenfleisch. Oh, City Manor. Bist du in deiner Dirtmine, die du da unten gebastelt hast, schon auf den Steinboden gestoßen? Oh, nicht. Okay. Du erdurstig. Es regnet halt ein Kopf. Oh! Hund! Ja, streiche. Ach ja. Bin ich immer erst an Tag 6? Ach nee, die hatten wir schon, die Horde. Die Hunde-Horde hatten wir ja schon. Na toll, infiziert. ich glaube, das Buch mit dem Honig hatten wir auch noch nicht gefunden. Oh, drei geschmiedeter Stahl. Messing und Goldrutentee. Was, im Hund? Nee, hat ein anderer Zombie hier fallen lassen. Oh, nice. Ich glaube, aber das Doofe ist, du kannst zwar jetzt Stahl schon haben, aber solange du nicht das richtige Level hast, kannst du damit nicht arbeiten. Das ist halt auch so. Naja. Aber da wir einen Hund haben, wird schwerer. Kann ich jetzt nochmal das letzte Feld bauen. Und fertig. Ich war, hatte letztens einen normalen Wolf, also keinen Infizierten. Und der hat mich halt gebissen und ich war infiziert.
Das war auch so. Ja, nee. Okay, haben wir. Feld ist fertig. Ja. Hast du wenigstens schon Hopfen angepflanzt, damit wir uns die ganze Scheiße hier schön saufen können? Nehme ich mir gerade. Was haben wir noch? Ach, Hopfen ist eigentlich total unnötig, aber. Na, irgendwas kannst du damit machen mit Bier denn. Irgendwas Medizinisches. Mit Bier? Hm? Naja, okay. Heidelbeeren. Da. Pilze. Und dann passt das. Okay. Mais. 25% mehr Damage against Stone. Das schnapp ich mir mal ganz kurz, weil. Ich brauche gleich auch noch Steine. Okay, wir bitten müsste auf jeden Fall noch viel länger. Okay. Ja, reicht erstmal. So. Ja, weißt du, was uns fehlt, ist eigentlich verrottetes Fleisch. Tja, dann musst du wohl auch mal losziehen. Na, wie tief geht denn das hier? Ich grab noch ein bisschen tiefer, weil ich eigentlich gerne mal an die Steinschicht will, aber. Ich irgendwie. Das Gefühl, die World Gen ist hier auch broken, oder was? Selbst hier unter der Erde wächst noch Gras, also. Ja, okay. Okay. So. Ah, jetzt sind wir endlich. Okay, ein Blutbeutel bringt. Nein, die Theorie, da war es. Du sollst ja auch nicht schon wieder irgendwas spritzen. Ich wollte gucken, ob wir jetzt doch schon was haben, um das Zeug loszuwerden, aber nö. Zeug loswerden? Also wir haben ein großes Loch. Ja, ich sag ja, ich schaufel mir mein eigenes Grab. Hallo. Ja, das ist schon tiefer geworden gerade. Ja, ich pulle Zeug, wenn wir Dings haben. Mehr Fleisch. Eine Apotheke haben wir ja auch noch nirgends zu stehen, oder? Aber da wir jetzt Tag 7 haben, ich nehme mal die Axt. Nee, du hast ja schon Spikes geholt. Ich, ja, ah. 240 habe ich fertig. Okay. Hast du schon mal einen kleinen Bunker gebaut? Da reicht normaler Stein, oder? Stein und Clay und daraus musst du Cobblestone machen. Okay. Du brauchst 10 pro. Links. Und hier außenrum ballern wir dann die Spikes und ich würde vorne einfach einen Trichter machen, wo die reinlaufen können.
schon. Ja, mal sehen. So, also brauchen wir Stein. Das heißt, wir brauchen doch die Eisenspitzhacke für Stein. Nicht unbedingt. Ich komme ganz gut klar mit meinem, mit meiner Dingsbums, mit meiner Steinaxt, weil ich meine 69ers und so da hochgelevelt habe. Besuch. Kaya. Von wem? Wo denn? Ach, da hinten. Aber ist okay. Gibt wieder verrottetes Fleisch. Ja, dafür musst du erstmal herkommen. Hier unten. Hallo. Hallo. Hallo? Hä? Wer hier? Der will nicht. Er kommt nicht runter. Hier, hallo, hier, hallo. Ach, du hast auch welche? Na, einer, aber der will nicht. Muss herkommen und abknallen. Also der kommt nicht freiwillig runter. Drehen den Rücken zu, dann kommt er. Ja, das funktioniert nicht. Bist du? Jetzt kommt er. Nee, oder auch nicht? Nee, jetzt geht er wieder hoch. Bei mir kam noch einer an. Ah, der hat gesehen, ich habe einen Level 5 Knüppel. Da hat er sich gedacht, nee, komm. Decken sich meine nicht? Du hast jetzt unten hier Stein gefunden? Ja. Oh, okay. Ziemlich tief, aber. Jo, ich seh's grad. Also, ich komme dadurch, dass ich diese anderen Gehalt gelevelt habe, wie gesagt, ist das mit der Steinpicke eigentlich ganz easy. Ja, kriegst du halt aber mit der Eisen mehr. Ja, klar kriegst du damit nachher auch noch mehr, aber da unten ist so viel Stein, also, you know. Ja, aber je schneller du da zusammen kriegst, umso... Ja, aber du brauchst halt eine Menge Eisen. Sag mal, du gießt mir auf den Piss hier, du blödes Vieh. Du brauchst halt eine Menge Eisen und du kriegst halt, wenn du die wieder scrapst, relativ wenig, also... Ja, wir brauchen eine Eisenmine, dann wäre das auch kein Problem mehr. Ja, das ist... Na gut, dafür bräuchten wir nachher dann schon die Picke, also... Ja, mal gucken. So, lass das Stein mal. Also ich brauche 10 pro Block, also kannst du ruhig einiges machen. Jo, ich wollte ein bisschen machen, damit ich ein bisschen mehr Level kriege. Naja, stimmt. Ach, jetzt kommst du runter, oder was? Hä? Super. Oh Mann, ey. Ja, hast du gerade mein... Hast du gerade mein Loot? Ich hab nur mal geguckt, was du so hast, ja. Hast du schon Cobblestones tot, oder? Ey! Ja. Ey, hier ist Wasser! Ja, wir sind jetzt so blöd, ein Glas da reinzumachen. Hm? Ne, wir haben hier einen kleinen Teich. So. So, drei, also dreier Höhe auch mit Stein machen, ne? Ja, so komplett, weil wenn die sich da ein bisschen hochbuddeln, fetzt uns nicht. Ein
Okay, das war's von mir. Haben wir nicht hier unten eigentlich Stein? Du bist doch Stein hier, ne? Weiß ich nicht. Also, du musst ganz unten in deinem Grab da buddeln. Guck mal, hier haben wir ja auch Wasser. Fisch war jetzt nicht der Plan. Okay, das Eisen. So, okay, dann haben wir schon wieder eine Stunde rum, Mensch. Gut, Leute. Eine Stunde wieder, okay. Ja, das geht natürlich ruckzuck. Ja, die Zeit rennt hier in dem Spiel. Also Leute, dann sag ich mal, wir haben es heute noch nicht geschafft mit dem Blutmond. Aber morgen auf jeden Fall. Und dann mal schauen, ob wir es überleben. Oder nicht. Oder doch. Oder vielleicht. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.